Ja, hallo, wieder willkommen zum neuen Video aus der Werkstatt. Und ihr seht, wir haben wieder die TM hier stehen. Wieder noch die Geschichte mit dem Öltank, beziehungsweise mit der Ölwannenlampe. Ich habe jetzt, wie ich es letztens schon angekündigt habe, jetzt mal einen neuen Öltank besorgt. Das hat sich jetzt alles ewig hingezogen. Ich meine, die letzten Aufnahmen von dem Video, das ja jetzt unmittelbar vor diesem rausgekommen ist, die sind jetzt mittlerweile, ja fast 200 Monate alt. Das hat sich ja alles ewig verzögert wegen dem Gabeltausch, aber gut. Die Warnlampe geht immer noch nicht, jetzt müssen wir mal gucken. Und was ich jetzt ganz gerne nochmal machen würde, ist, ich würde gerne nochmal eine Diagnose machen von dem System. Und dann schauen wir einfach mal, inwiefern wir jetzt da irgendwas erreichen. Ich habe jetzt den alten Öltank einfach mal abgeschraubt. Einfach mal, nur um zum Testen, nochmal den neuen mal daneben. Dann sieht man auch, wie ranzig das Ding schon ist. Also definitiv kein Luxus. Also tauschen wird man wohl auf jeden Fall. Und was wir jetzt mal machen ist, wir haben jetzt hier die zwei Kabel. Masse. Und die Speiseleitung. Und die machen wir jetzt mal direkt aneinander. Das habe ich das letzte Mal schon probiert. Aber grundsätzlich müsste jetzt eigentlich, wenn ich die Zündung einschalte, die Ölwarnlampe angehen. Ja, dann probieren wir das jetzt doch einfach mal. Und siehe da, sie ist an. Das ist jetzt, schauen wir mal, starten wir mal ganz kurz. Ja, bleibt an. Mache jetzt nur sofort wieder aus, weil es mit dem runterhängenden Öltank der Ölfluss nicht sichergestellt ist. Gut. Das heißt, wir wissen, das ist definitiv der Geber. Da war doch schon mal ein Fehler gefunden. So, der neue Tank ist drin und angeschlossen. Und jetzt ist der natürlich leer, ist klar, weil die werden ja leider nicht gefüllt geliefert. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob jetzt die Lampe wieder an ist. So, nächster Test. Und sie ist aus. Ich gebe zu, so eine wirklich sinnvolle Erklärung fällt mir da spontan jetzt nicht ein. Und gut, jetzt haben wir jetzt den Tank mal abgebaut. Jetzt schauen wir einfach mal, weil normalerweise müssten wir bei leerem Tank zwischen diesem Anschluss hier und im Gehäuse durchgängig sein. Ja, das sind wir nicht. Okay, dann habe ich da wohl irgendeine Form von Denkfehler oder wir haben hier irgendeine Form von technischem Problem. Das ist ja ein Ding. Jetzt würde ich sagen, jetzt bauen wir diesen Geber mal aus. Einfach mal, gebe zu, ich hatte den ehrlich gesagt auch noch nie draußen, diesen Geber, bei einem dieser Öltanks. Schauen wir einfach mal. Das ist. Ja, normalerweise sollte das eigentlich nur ein Kontaktschwimmer sein. Bin ich jetzt dann doch einigermaßen gespannt, wie das ausschaut. Ja, das ist einfach nur. Das Ding, das ist kein, Moment mal. Das Ding stellt bei vollem Tank einen Kontakt her. Okay, ich habe mich jetzt schon öfters über die Qualität heute lieferbarer Ersatzteile ausgelassen. Deswegen gleich vorweg, dieser Öltank, den ich gekauft habe, ist ein Originalteil von Piaggio. Also nicht irgendein obskurer Billignachbau. Ich habe jetzt aus dem alten Öltank den Geber ausgebaut. Und schaut mal, fällt euch da was auf? Wenn sich der jetzt nach unten bewegt, dann schließt er den Kontakt. Und der Grund, warum das nicht mehr geht, ist, dass ich hier oben keinen Durchgang mehr habe. Das ist hier innen drin einfach völlig Rotte. Das Ding ist elektrisch kaputt. Und was wir da jetzt machen werden, ist ganz einfach. Wir müssen den hier erst einmal in einen benutzbaren Zustand versetzen. Man sieht das ja hier. Wenn ich die jetzt auch mal nebeneinander halte, dann sieht man, dass dieser Züngel komplett falsch steht bei dem neuen hier. Diese Kontaktzunge. Das ist schlicht und ergreifend mal wieder Schrott frisch aus der Kiste. Das ist doch, also Leute, mal ernsthaft, wenn jetzt einer kein so ein, ich sag jetzt mal, geübter, wagemutiger Tüftler ist wie ich und kauft sowas, der scheitert doch daran. Und selbst wenn, ich meine, diese Originalteile, die werden ja auch, ich sag jetzt mal, in der Original-Piaggio-Werkstatt verwendet. Und für den Mechaniker, da ist das doch auch mega frustrierend, wenn der Teile kriegt, die nicht funktionieren und der dann dem Kunden vermitteln muss, dass er Arbeitszeit, die der Kunde bezahlt hat, investieren müssen, um Neuteile überhaupt erstmal benutzbar zu machen. Weil jetzt stimmt es nämlich. Wenn der Schwimmer unten ist, ist Kontakt, wenn der Schwimmer oben ist, ist der Kontakt weg. So funktioniert das Ding. Hey, also mal Leute, ernsthaft, das geht doch nicht. Das kann es doch irgendwo nicht sein. Aber ich denke mal, jetzt passt es. Jetzt ist der Tank leer und bei leerem Tank habe ich Durchgang. Lass mal jetzt mal probieren. Ich habe jetzt mal die Ölspeiseleitung hier, die dann an die Ölpumpe geht, mit der Klammer zugemacht. Und wir probieren jetzt mal auf der Werkbank den Öltank mit Öl zu füllen. Und schauen dann einfach mal, ob sich dann, ja,
ob es dann den Stromkreis unterbricht, so wie es eigentlich sein soll. Ja, schauen wir mal, ob wir das jetzt irgendwie getestet kriegen. Und der Durchgangspieper ist jetzt mal unsere Ölwarnlampe. In Anführungszeichen. So, schauen wir mal, ob wir das irgendwie so hinkriegen, dass wir das Ding da dauerhaft dran haben. Okay, so. Gut, und wenn wir jetzt den Tank füllen, also wenn wir mal ein bisschen Öl reintun, müssten wir es eigentlich hinkriegen, dass es aufhört zu pfeifen. Okay, das ist wohl entweder noch nicht genug Öl oder wir haben immer noch irgendwie, ja gut, wir sind noch unter Minimum. Und jetzt sind wir über Minimum und es hört auf zu piepen. Das heißt, das war eine erfolgreiche Reparatur, würde ich sagen. Gut, ich habe den Öltank da jetzt mal so provisorisch wieder hingehangen. Und jetzt ist die Wandlampe an, habe ich gerade gesehen. So, und jetzt schauen wir einfach mal. Jetzt füllen wir einfach mal hinten ein bisschen Öl ein und gucken, ob die Wandlampe ausgeht. Ich fülle jetzt mal so einen halben Liter auf. Wir deutlich über Minimum und ist die Lampe aus. Ihr habt es schon gesehen. Ja, sie ist aus. Sehr schön. Und jetzt testen wir das Ganze mal noch in die andere Richtung. Ich werde jetzt dann diese Klammer da gleich mal aufmachen und das Öl wieder ein bisschen unter Minimum ablaufen lassen. Und dann schauen wir mal, ob dann die Lampe auch wieder angeht. Und siehe da, die Lampe ist angegangen. Das heißt, es funktioniert. Das ist doch mal was. Und was wir jetzt ganz zum Schluss noch machen müssen, ist, wir müssen natürlich die Ölleitung anschließen und das System entlüften. Ihr seht's ja. Wir haben hier den neuen Speiseschlauch. Die Tanks kommen immer mit Schlauch. Und das ist der alte Schlauch. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, erneuern wir den. Und um das machen zu können, müssen wir jetzt hier erstmal das rechte Teil von der Motorverkleidung abbauen. Das sind ja bloß 4 Schrauben. Das ist nicht so dramatisch. So, und jetzt, wo wir das erreicht haben, können wir hier den alten Schlauch abschrauben. Machen wir jetzt hier die Schlauchschelle auf. Die kommen ab Werk mit solchen Drahtspangen. Das ist auf der Tankseite okay. Hier an der Stelle ist mir persönlich eine Schlauchschelle lieber. Ich weiß nicht, ob das anderen auch schon mal passiert ist. Ich habe es da schon mal geschafft, die Drahtspange zu verlieren. So, das tun wir weg. Darauf achten, dass der Stutzen hier schön sauber ist. Und man sieht jetzt auch, da steht jetzt Öl drin. Und wenn wir da jetzt ewig warten, deswegen hatte ich den Schlauch auch anfangs noch mit der Schelle zugemacht, dann dringt jetzt hier Luft ein. Und deswegen müssen wir jetzt hier schon einigermaßen schnell, wir brauchen das jetzt nicht stressen, aber einigermaßen schnell wäre schön. Erstmal die Schlauchschelle hier übernehmen. So. Dreck weg, dass wir da ja auch keinen Dreck einbringen. So. Und jetzt, ach so, da ist jetzt Fehler. Die doofe Drahtschelle ist ja hier noch drauf. Weg damit. So. Die schmeißen wir wieder weg. So. Und bevor ich das jetzt draufstecke und endgültig festmache, mache ich diese Klemme hier auf, damit diese Leitung hier komplett sich mit Öl füllen kann. Ja, das ist ein bisschen Sauerei, deswegen das Wändchen drunter. Auf die Art und Weise ist nämlich gleich sichergestellt, dass die Leitung schön mit Öl gefüllt ist. Aber die Schlauchschelle wieder richtig festziehen. Außerdem muss man das hinterher natürlich dann außen abputzen, das Öl weg ist, dass man sehen kann, ob das auch trocken bleibt, dass das auch wirklich dicht ist. Denn eine Undichtigkeit hier an dieser Stelle killt euch unter Umständen den Motor. Und das wollen wir alle nicht. Und außerdem, das auch noch, dass ich das sauber entlüften kann, muss der Tankdeckel vom Öltank offen sein dabei. Ah, jetzt haben wir den Schlauch hier, den Schlauchhalter, auch das ist relativ wichtig. Und gut, dann haben wir das jetzt eigentlich soweit. Wollen wir hier unten alles zusammenbauen, den Öltank füllen. Ich werde ihn jetzt mal nur ein bisschen über die Minimalmarke füllen, damit wir möglichst bald in der Praxis sehen, ob die Wattlampe ausgeht. Das Schöne bei dem neuen Tank ist natürlich auch, dass man wieder den Ölpegel vernünftig sieht. Jetzt sind wir ungefähr hier. Also ja, ein Drittel ungefähr, das passt. Kann man jetzt eine ganze Zeit fahren, bevor das dann anschlägt. Hoffentlich, das muss man jetzt beobachten. Genau wie man die Dichtigkeit unten beobachten muss. Und da jetzt noch ein Wort zum Entlüften. Wenn man die Anlage jetzt länger offen gehabt hat oder aber das nicht mit dem Schlauch so macht, wie es ich jetzt gerade gemacht habe, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, dann sollte man, die Ölpumpe ist selbst entlüftend, dann sollte man zunächst mal eine Tankfüllung, zwei Taktgemisch verfahren. Mit der Methode, wenn man das so macht, ist das nicht notwendig nach meinem Dafürhalten und nach meiner Erfahrung.
Aber man hat es auch gesehen, dass selbst Dinge, die auf den ersten Blick relativ trivial wirken, unter Umständen ein riesen Brimborium nach sich ziehen. Und jetzt, wenn man neue Ersatzteile erst einmal betriebsfähig machen muss, das ist absolut zum Heulen. Aber nun gut, so ist das halt heutzutage teilweise. Und man darf sich halt dann einfach nicht entmutigen lassen oder sich ins Boxhorn jagen lassen von sowas. Und ich würde sagen, ich hoffe, das würde für den einen oder anderen wieder interessant war. Und nun ja, dann bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch wie immer gute Fahrt. Tschüss!